Also, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Von wo nach wo seid ihr denn gezogen? Wir sind gezogen von einem Altbau im 5. Bezirk in der Margaretenstraße hier in dieses Loft über den Dächern von Wien im 2. Bezirk. Gab es so Wünsche oder Vorstellungen, wo ihr für diese 2 Tage, Samstag, Sonntag, gerne hinziehen würdet? Ihr habt vorhin gerade gesagt, ihr habt auch Jogginggewand mitgenommen, falls ihr am Stadtrand landet, irgendwo beim Wald. Konkrete Vorstellungen nicht, also, oder hast du konkrete Vorstellungen? Ich habe keine Wünsche gehabt, aber ich habe mir gedacht, wir sind so irgendwo ganz woanders, oder vielleicht im 22. oder halt irgendwo, wo man halt wirklich sonst jetzt gar nicht ist. Und das ist halt auch noch so ein innerer Gürtelbezirk und es ist nicht so eine ganz andere Umfeldsituation. Aber ich habe mir gedacht, ich bin mal so ganz off, was ich sonst so kenne. Wie groß ist eure Wohnung? 90 plus, ja 90, ein bisschen drüber sowas. Wie groß schätzt ihr die Wohnung oder wisst ihr es vielleicht sogar? Ich weiß nicht, ich tue mich auch schwer, denn ich habe vorher versucht, den Grundriss zu zeigen. Ich bin immer nicht gescheitert, aber sie wirkt auf jeden Fall viel größer als unsere Wohnung. Was war denn der erste Eindruck, als ihr reingekommen seid? Grün, Pflanzen, Licht. Und hell. Ein Balkon, hurra! Weil das, was bei uns fehlt, ist eigentlich irgendwie so ein bisschen was, wo man draußen sein kann. Und in unserem Haus haben ziemlich viele einen Balkon und wir sind eine der wenigen Wohnungen, die keinen haben. Darum sind wir mal froh, dass wir einen in der Wohnung haben und nicht immer zu den Nachbarn gehen müssen. Was waren denn, ich fange anders an. Wie würdet ihr das Wohnen, dieses temporäre Wohnen, das ihr da jetzt erlebt habt, wie würdet ihr das beschreiben? Hat sich euer Wohnverhalten irgendwie verändert? Habt ihr euch an die Wohnung angepasst? Hat sich letztendlich die Wohnung an euer Wohnverhalten angepasst, das ihr mitgenommen habt von zu Hause? Könnt ihr da ein bisschen was dazu erzählen? Ich meine, wir hatten knappe 24 Stunden, gar nicht mal jetzt. Natürlich, wir haben jetzt zum Beispiel am Balkon gefrühstückt. Da haben wir uns sicherlich der Wohnung angepasst. Das haben wir genutzt. Wir haben ein bisschen was zu essen mitgebracht. Wir haben natürlich gestern auch eingekauft. Wir haben heute in der Früh mit einer anderen Kaffeemaschine Kaffee gemacht als sonst. Was haben wir uns denn sonst noch angepasst? Ja, wir haben sonst schon einiges mitgenommen von den ganzen Habits und den Dingen, die man halt sonst in seiner Wohnung macht. Und es ist halt hier nur, es breitet sich halt anders aus. Man hat halt irgendwie mehr Platz und kann sich einfach neue Situationen suchen. Ah ja, es gibt keine Vorhänge. Insofern habe ich mir heute in der Früh, eigentlich schon gestern am Abend, schon ein Tuch oder einen Stoff übers Gesicht gelegt, damit ich nicht allzu viel aufwache. Genau. Das war eine kurze Nacht? Es war eine recht kurze Nacht, ja, genau. Trotzdem Tuch übers Gesicht. Und weiß nicht, mit dem Grund, warum wir vielleicht auch hier sind, irgendwie, wir haben bei uns zu Hause eine Katze und hier gibt es auch 2 Katzen und vielleicht wurde geschaut, dass zumindest Katzenhalter irgendwie in ähnliche Wohnungen kommen, damit die weniger Schwierigkeiten haben mit dem Team. Und haben Katzen und Gäste einander gemocht und wohlgefühlt? Wir haben uns auf jeden Fall wohlgefühlt und ich glaube die Katzen auch. Also wir haben beide gesehen und auch gestreichelt. Wir sind beide auf uns zugekommen. Ich glaube, das hat gut funktioniert. War eine gute Möglichkeit, die Wohnung kennenzulernen, weil gestern Abend war dann die Situation, dass eine von den beiden Katzen nicht da war und wir dachten, die haben wir schon sehr lange nicht mehr gesehen und wir hoffen, weil eigentlich, das hat ja niemand die Haustür aufgemacht, aber die war wirklich nirgendwo zu finden und da haben wir wirklich uns auf Suche gemacht, durch die ganze Wohnung geschaut, wo könnte eine Katze sein. Das war hoffnungslos und das war wirklich so ein Erkundungstrip, dass man doch mal unter jedes Bett und hinter jeden Kasten schaut und überall mal nach Dingen sieht und wohin geht, wo man sonst vielleicht nicht schauen würde, aber das war halt der Grund, weil man diese Katze gesucht hat. Finally war sie dann wirklich nicht zu finden und irgendwann eine Stunde später, glaube ich, haben wir gesehen, dass sie aus so einem begehbaren Kleiderschrank rausgekommen ist. Also irgendwo zwischen den vielen Schuhen und Gewändern hat sie sich wahrscheinlich versteckt gehabt. Aber ich fühle mich wie ein Hirte, der das verlorene Schaf sucht, weil es hat eben diese Weitläufigkeit zu finden. Das heißt, ihr habt die Wohnung in dieser einen Stunde ganz gut kennengelernt. Ja. Was gibt es denn für ein Highlight von eurer Seite? Was habt ihr entweder an architektonischer Gestaltung oder an einer funktionalen Aufteilung
oder an irgendeiner Eigenheit dieser Wohnung gesehen oder kennengelernt, wo ihr sagt, das gefällt uns sehr gut. Das ist ganz anders als wir wohnen. So eine Idee hatten wir noch nicht. Schöne Sache. Was wäre das? Ich beginne mal. Also ich finde die Blumen irre. Ich finde die Pflanzen, da sieht man es jetzt in dem Ausschnitt, sieht man es nicht so, aber da hinten, ich meine, eben der Balkon ist zugewachsen, ganz liebevoll und gepflegt zugewachsen. Es sind auch ganz viele Bücher rum über das Wachsen und über Pflanzen zu Hause. Und wir haben zwar auch Pflanzen zu Hause, aber wir haben sie nicht so schön gepflegt und haben zu viele und nicht so eben schön ausgesucht. Also das finde ich irre. Das hat mir total gut gefallen. Man fühlt sich in einem Wald und so. Ja, von mir. Wüsste es nicht, das ist nicht so, was ich jetzt irgendwie nicht schon mal angedacht hätte, dass man das machen kann. Aber ich weiß nicht, schon viele Wohnungen planen müssen. Also ich hatte schon viele Ideen, was man alles machen könnte. Und ein paar davon sind halt hier irgendwie realisiert. Aber wir sind öfter schon am Überlegen, was man bei uns alles machen könnte. Wir haben schon tausende Ideen, aber so richtig realisiert haben wir noch gar nichts eigentlich. Ja, und ich glaube, viel von dem, ich meine, unsere Wohnung ist halt klein und ein bisschen verschachtelter und ist halt schwierig, von da sozusagen Ideen von da dorthin zu übertragen, weil da halt alles so offen ist. Zum Beispiel dieser Tisch, der da so in der Mitte steht, gerade auch wahnsinnig gut. Aber das lässt sich bei uns jetzt auch nicht so zentral so in der Wohnung so machen. Gegenfrage: Gibt es etwas, was euch nicht gefällt? Wenig. Aber am Abend, gestern haben wir es gemerkt, also weil unsere Wohnung bedeutend dunkler ist als diese Wohnung, haben wir wirklich das Licht maximiert, das künstliche Licht versucht, so gut wie möglich zu kriegen. Und hier am Abend gestern, es gibt relativ viel Deckenlicht und so von der Lichtsituation war es für uns ein bisschen schummrig für unsere Verhältnisse. Da würde ich ja ein bisschen was anders machen. Genau, ja. Das ist es, weil ich das Bad ist ein bisschen groß, man fühlt sich manchmal ein bisschen verloren, aber es ist auch schon schön, wenn man ein großes Bad hat. Aber es ist so, ich habe es oft gerne, wenn man irgendwie so, wenn alles ganz klar ist, wo was seinen Platz hat. Und da hat man ein bisschen zu viel Platz, das Gefühl, aber dann geht man ins Team. Ich meine, zum einen vorher, zurück zu dem, was mir gefällt, sind diese begehbaren Schränke eben, die ich mir natürlich auch für meine Wohnung abschauen würde, aber gesagt, du brauchst auch die Gegebenheiten, dass du das halt so machen kannst. Ich würde ein Thema gerne noch ganz kurz ansprechen, das ist das Thema Voyeurismus. Mhm. Anders als in einem Hotel, das ein absolut steriler, neutraler Raum ist, was den Wohnhabitus betrifft, obwohl das stilistisch etwas vorgibt, und anders als eine Airbnb-Wohnung, die meist sehr aufgeräumt ist, wo sich der Bewohner oder die Bewohnerin auch zurücknimmt, seid ihr hier in einer Wohnung gelandet, wo Wohnhabite absolut spürbar und sehbar sind. Wie geht es euch mit diesem Voyeurismus, wie geht es euch damit, etwas entdeckt und erforscht zu haben? Wie geht es euch damit, einen Einblick in eine Intimsphäre bekommen zu haben? Und wie würdet ihr schätzen oder was denkt ihr, dass dieser Person oder dieser Personen, die hier wohnen, was die für Wohneigenschaften, Wohnbedürfnisse oder Wohnkulturen haben? Also vielleicht zu Airbnb und anderen Plattformen, am Anfang war das ja auch so, wo wir es angefangen haben zu nutzen, war das noch so, dass du in wirklich bewohnte Wohnungen reinkommst. Also ich finde das super, ich finde das total spannend, wenn man so reinkommt, und ich brauche auch, wenn ich so reinkomme und mich hinsetze, entstehen da auch total schnell Bilder, und es ist so, dass ich mich wirklich so sammeln muss und ich mal hinsetze und mal ankomme und mal rieche, wie riecht es da, und eben, und dann gehen dann ganz viele Bilder ab, oder? Wenn man so in eine Wohnung reinkommt. Wo auch sehr viel, also die Bewohnerin hier ist ja auch keine Minimalistin, so wie wir auch keine Minimalisten sind. Also wo dann einfach sehr viel Information da ist, also man mal aufnimmt. Und insofern, ich mag das schon sehr gern, was da für Bilder entstehen. Und ich meine, natürlich hier, das ist eine fast Dachgeschosswohnung, wo, glaube ich, es ist ein Paar, das hier lebt, und ich meine, die haben wahnsinnig viel Platz, das ist natürlich schon. Die haben zwei Katzen, die haben Pflanzen.
Ich glaube, die haben sehr viel das Bedürfnis, so einfach so eine Oase für sich zu schaffen, einen Rückzugsort. Weil du merkst auch, du kriegst da von der Stadt eigentlich fast nichts mit. Auch von den Nachbarn kriegst du eigentlich nichts mit. Du bist ein bisschen so in einer grünen Bubble. Das ist für mich so der Eindruck, der entstanden ist. Ja, ich meine, es geht hier auch noch sehr gut, weil man halt noch sehr viel mitkriegen kann. Ich habe das Gefühl, das ist halt jetzt bei jüngeren Leuten ist es halt viel schwieriger, weil ich habe hier eine CD-Sammlung noch, das war so das Inbegriff einfach, dass wenn man in fremde Wohnungen kommt, war das so, dass man schaut sich die CD- und Plattensammlung an und da hat man gleich so einen Eindruck irgendwie und kann matchen quasi, okay, was kenne ich da auch, wie ist der so drauf, und Bücher halt auch so eine sehr bücherlastige Wohnung ist das hier. Und das sind zwei so Hauptdinge, wo man wirklich eigentlich schon wahnsinnig viel über jemanden eigentlich mitkriegt, was man sonst in vielen nahen Wohnungen oft immer weniger hat, weil niemand hat da, ich sehe jetzt darum, so eine Brockhaus-Sammlung, das ist halt jetzt einfach so, dass man das irgendwie, man müsste quasi in den Smartphones und den Laptops von den Leuten stöbern, damit man so eine Intimität mitkriegt, wie man sie halt hier quasi von der Wohnung aus auf die Menschen schließen kann. Und ja, was vielleicht hier ein bisschen eine spezielle Situation ist, halt nur ist bei vielen anderen Tauschdingen jetzt bei diesem Projekt hier war es so, dass es quasi so ein 1:1 Tausch ist. Das heißt, man kennt die Person, die hier ständig lebt und die das eingerichtet hat. Und die wohnt quasi in deiner Wohnung und du hast so dieses gegenseitige Austauschen, dass quasi die jetzt in deinem Umfeld sind und du bist in dem Umfeld von der anderen Person und man kennt die eben auch und hat die zumindest gestern mal kurz getroffen. Hier ist ein bisschen spezieller, weil einfach das weil es eine Dreieckssituation ist, weil die Person, die hier wohnt, auch nicht ständig wohnt, sondern einfach hier auch nur zeitweise zu Gast ist. Das heißt, die Menschen, die hier leben, die kennen wir nicht direkt. Und darum ist es ein bisschen ähnlich wie diese Airbnb-Situationen, wo man quasi mit Leuten zu tun hat, die man jetzt nicht so wirklich persönlich kennt. Abschlussfrage. Gibt es einen Gegenstand, ein Möbelstück, ein Kunstwerk, ein Objekt, das euch so gut gefallen hat, wo ihr dem Bewohner, der Bewohnerin erstens ein Kompliment ausrichten wollt und zweitens sagt, unter anderen Umständen würden wir sowas am liebsten abkaufen, klauen, mitnehmen, weil es so ein schönes Ding ist? Ja, mir ist das jetzt wieder, ich habe das jetzt wieder gesehen, das ist mir gestern sofort aufgefallen, das ist so ein Hocker. Es ist aus einem Baumstamm, glaube ich, gemacht. Das ist ein Quadrat und oben ist es so halbrund, wo man drauf sitzt. Und es ist recht einfach. Das hat mir gestern total gut gefallen im ersten Moment. Und so, das hätte ich eigentlich auch gern zu Hause. Ja, das wäre es eigentlich. Das finde ich total schön. Ich frage mich auch, wo das herkommt und wer das gemacht hat. Das würde mich auch interessieren. Vielleicht finde ich es noch raus. Ja, also bei mir war es eben auch der Hocker. Und ich habe gestern Abend ein bisschen gekocht hier. Und aber das ist etwas, was ich eh schon selber mir mal anschaffen wollte und jetzt gesehen habe, okay, das ist wirklich brauchbar, es ist nichts Besonderes, es ist einfach so eine von diesen Mikroplänen-Reiben zum Käsereiben und sie war aber, endlich konnte ich sie mal wirklich im Alltag verwenden und habe gedacht, na, vielleicht muss ich mir die doch mal zu Weihnachten wünschen. Dankeschön fürs Gespräch und schönes Wohnen noch bis heute 16 Uhr. Dankeschön.